Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust an Elysium Tale. Und wir haben in der letzten Folge ein Level-Up bekommen und machen jetzt den Aufstieg. Ich würde mal sagen, dieses Mal auf Lebenspunkte. Oh, die Steine unterscheiden sich sogar. Da ist er blau und da ist er gelb. Ah ja. Also den Stein hier rein und bestätigen. Jetzt haben wir ordentlich mehr Lebenspunkte. Und neue Materialien. Baumwolle. Leim und Schrott. Und ja, wir haben eine Rüstung, eine Schleimrüstung bekommen. Also das Rezept für eine Schleimrüstung. Und hier ist eine neue Fähigkeit. Mal gucken. Fernkampfstaubsturm. Ah ja, im Sprung können wir nun einen Roffelkopter machen. Oh, das ist gleich mal so ohne. Aber jetzt kriegen die erst einmal wieder Fidget-Geschosse ab. Weil das auch ziemlich cool ist. So. Leerer Baumstumpf. Und ja, hier sieht man auch wieder, wie schön das Art-Design ist. Also, auch mit dem Regen macht richtig Stimmung. Oh, noch ein Schlüssel. Und das war's auch hier schon wieder. Och, ich wollte gleich hier runterfallen. Ja, hier oben ist nichts mehr. Hier sieht das die Karte etwas komisch aus. Gucken wir mal kurz drauf. Grün. Soll das ein Laden sein oder was ist grün? Nee, Laden ist gelb. Hm. Naja, werden wir herausfinden. Wie weit haben wir es eigentlich noch? Ach, wir haben es noch ein Stückchen. Au. Die Wand wurde durch eine mächtige Legierung verstärkt. Mit einer Sprengladung sollst du durchkommen. Okay, jetzt müssen wir auch schon uns durch Sachen durchsprengen. Aber erstmal sammeln wir hier das Zeug ein. So. Jetzt haben wir den Fruchthappen. Und ein verzogener Anhänger habe ich doch richtig gesehen. Gut. Ringe haben wir wahrscheinlich noch keine und Verbesserungen für das Schwert auch nicht. Okay, hier kommen wir nicht durch. Und was ist das? Is that a tent? Is there somebody in there? Mr. Obvious, ja, das ist ein Zelt. Und es scheint jemand drin zu sein. Whatever it is, it's got glowing evil eyes of evil. Leuchtende böse Augen des Bösen. Ganz toll. A merchant lies in wait. Do not let his appearance frighten you. I sense he only wishes to assist in our journey. Okay, also das ist wirklich ein Händler. Psh, I wasn't frightened. Just surprised at the, savings. Come on, let's talk to him. Ah, Fidget. Also ich mag Fidget immer mehr. Okay, mit W können wir den Laden betreten, sozusagen. I've been expecting you, stranger. Okay, der sieht wirklich ein bisschen komisch aus, auch wenn er, naja, mit seinen leuchtenden Augen und alles und seinem schwarzen Gesicht und allem. Was ist er, eine Eidechse vielleicht? Who are you? Merely a friend with many wares for sale. Shall we conduct business? Handeln, hm, trifft sich gut. Also was hat er denn? Gesundheit gegen Gift. Mhm. Also können wir auch vergiftet werden. Man merkt, es hat viele Rollenspielaspekte. Anhänger. Oh, wir sehen da unten sogar, wie viel wir davon haben. Eierschale, Sandpapier. Ah, damit können wir das Schwert verbessern. Alter Wetzstein plus 6 Angriff. Okay, den kaufen wir einmal. Wir haben ja einigermaßen genug Gold. Hm. Wir haben bereits eine Baumwollweste. Also für was sollen wir, ein Borkenhemd oder eine Blätterweste kaufen, wenn wir bereits das hier haben? Höchstens die Sachen können kaputt gehen. Glanzloser Ring brauchen wir nicht. Ein Verteidigung, zwei Glück. Nö. Teleportstein. Ein Stein, mit dem du mich einmalig von einem Speichermoment auf der Weltkarte teleportieren kannst.
Ah ja, wir brauchen also solche Steine, um von Monument zu Monument zu kommen. Und 3000 Goldmützen für einen Schlüssel. 8000 für einen Stein der Wiedergeburt. Und Handwerksmaterialien. Ja, davon hat er jeweils 4. Wir könnten uns jetzt hier von ihm Draht kaufen für die Rüstung, aber nö, ich glaube, wir finden noch welche. Außerdem wissen wir eh noch nicht, wie das Craften richtig geht. Deswegen soll es dabei bleiben, also bei dem Schleifstein. Before you leave, might I propose an offer? That would depend on the offer. Ja, definitiv. If I may be so bold, you are not prepared for the journey ahead. I, however, can offer assistance. Ah, und wie? Please, accept this blueprint as a gift. Should you find a blacksmith and the necessary materials, they may be able to craft the item for you. Also ja, wir brauchen einen Schmied, dass wir Gegenstände herstellen können. I can offer you materials as well, though I'm not entirely sure what materials this land deems of value. I am not from around here, as I'm sure you've guessed by now. Ja, das habe ich mir schon gedacht, so wie er aussieht, dass er nicht von hier ist. Once you've sold me a new material type, I will be able to restock my store with it. As for your reward, I will pay you a bonus for the first new material you sell me. Okay. Ah, you'll buy them at a high price. Ja, Fidget verhandelt schon. Yes, I will. Und der widerspricht nicht. Okay. Watch your back, my friend. Gut. Da fällt mir ein. Wir können gleich mal den Laden besuchen. Nochmal. Verkaufsmodus. So. Materialien. Okay, es wird schon mal. Das sind wahrscheinlich die die Haken. Katalogisiert und vorrätig. Okay, Schrott können wir für 10 verkaufen. Verkaufsmodus. Ich würde mal sagen, wir verkaufen ihm von allem etwas, das er auch wirklich hat. Also erstmal den Schrott. Alle 3 verkaufen. Schrott ist weg. Nicht verfügbar. Eine Baumwolle. Einmal Metallschrott. Einmal Garn. Eine Flasche. Eine Koboldklaue und ein Bestienschwert. So. Haben wir ein bisschen Gewinn gemacht. Your transaction is most appreciated. The materials you've sold me will be quite useful. I'll attempt to restock them as time goes on. Okay. I also share my stock with other merchants. With our help, you will save valuable time collecting rarer materials. Thank you. Also ja. Watch your back, my friend. Egal welchem Händler wir was verkaufen. Wow, wir haben einen Haufen Erfahrung bekommen. Und durch eine Quest, von der ich noch gar nicht wusste, dass wir sie haben überhaupt. Und wir haben einen ordentlichen Bonus bekommen, sehe ich gerade. Wir haben jetzt 1700 Goldmünzen. So, jetzt benutzen wir noch den Stein hier und haben damit einen ordentlichen Angriff. Gehen wir erstmal hier oben weiter. Hier ist schon mal nichts. Also hier kommen wir nicht durch. Hier ist eine Windströmung. Du hast eine Bombenfrucht entdeckt. Mit dem Staubsturm kannst du sie pflücken und lenken. Okay, dann flieg mal. Nein, so geht sie die falsche Richtung. Geh in die Richtung. Ah, so kann ich sie wirklich gut lenken. Okay, dann würde ich mal sagen... Nö, das will ich nicht. Kommst du her? Okay, das könnte etwas schwieriger sein, als es aussieht. Ja, ich will dich da hoch haben. Flieg. Die ist auch so ein Roffelkopter. Würdest du bitte höher fliegen? Ja, so ist gut. Das ist schwieriger, als es aussieht. Also wir müssen sie
wirklich mit dem fliegenden Staubsturm lenken. Okay, wir haben ein Hähnchen und einen Schlüssel. Hm. Aber das scheint noch nicht alles gewesen zu sein, weil wir haben immer noch einen Kreis, keinen Punkt. Okay, dann holen wir uns noch eine. Ich hoffe, die wachsen. Ja, sie wachsen tatsächlich nach. Wäre auch sonst unfair gewesen. So. Ah, und dafür ist auch der Luftzug hier, hm? So, hoch mit dir. Falsche Richtung. Da lang bitte. Gott sei Dank explodieren die wirklich nur, wenn sie gegen dieses legierte Zeug stoßen. Und machen uns zum Glück keinen Schaden. Sonst hätte das jetzt schon ein paar Mal Aua gemacht. So, wieder nur ein Autosave und wir wollen weiter. Oh, die explodieren. Mit Timer. Das ist ja irre fies, dass wir die auch als Waffen benutzen können. So, mal wieder das hier machen, weil das einfach so cool aussieht. Und ja, wir sammeln wirklich alle möglichen Sachen und Materialien auf, wenn wir nur gegen die Gegner kämpfen. Also hat sich das schon gelohnt. Dem die Materialien zu verkaufen. Erstmal haben wir einen ordentlichen Bonus bekommen. Und ich habe so das Gefühl, da geht's weiter. Deswegen gehen wir etwas mit dem Staubsturm voran. Der kostet übrigens, glaube ich, keinen Mana, also keine Energie. Der verletzt uns halt nur. Ah ja. Okay. Da unten müssen wir uns wieder durchbomben. Oder auch nicht. Ich versuche das nochmal. Ne, wir kriegen die Frucht bloß nach oben. Nach unten kriegen wir sie, glaube ich, nicht. Kann ich den Staubsturm eigentlich irgendwie steuern? Nee. Wenn ich nach unten drücke, dann gehe ich selber nach unten. Hm. Ich glaube nicht, dass wir die Bombenfrucht hier runterkriegen, aber ich versuche es noch einmal. Nein, jetzt haben wir sie wieder hochgeschleudert, aber ich glaube, es müsste gehen. Hm, getimert ist das gemein. Komm, geh nach unten. Nein, nicht nach oben fliegen. Okay. Ich lasse das hier jetzt mal. Vielleicht finden wir noch eine andere Möglichkeit, uns da durchzubomben. Gehen wir lieber mal weiter. Oder ich muss irgendwann mal lernen, wie man diese Bomben richtig steuert. Wir müssen eh nochmal zurück in diese Gebiete. So. Der einzelne Gegner war aber jetzt nicht besonders gefährlich. Dust, there's something up there. Not a problem at all. Stand back. All right, I've got it. Wait, no. Ah, flutschig. Having some trouble there? Yeah, I don't know. I just can't get a good enough grip. Aw, you're just trying to show off. That's sweet. Don't worry about it. I'm sure there's a way to get up there. We'll just come back later. Ja.
Das dachte ich mir nämlich auch. Hier kommen wir nämlich noch nicht hoch. Wahrscheinlich brauchen wir erst eine Fähigkeit. Wow, was bist du denn? Du scheinst etwas heftiger zu sein. Und du droppst Schleim. Ah ja. Und wieder Rehe. Oh. Looks like we're heading in the right direction. Be on your guard, Dust. I sense a powerful foe ahead of you. Oh, Boss Time. Aber bevor wir uns dem stellen, würde ich mal sagen, mache ich erstmal wieder einen Cut. Also bis gleich.